K-Pop, Koreanisch, herzlich willkommen. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kannst du es denn glauben? Was Wir denn? haben schon Mitte Oktober. Wie schnell doch das Jahr vergangen ist, nicht? Ich kann es nicht so recht glauben. Ja, ich auch nicht. Also immer zu dieser Zeit mache ich mir Gedanken darüber, wie ich wohl das Jahr verbracht habe. Wir haben noch 2 Monate und etwas mehr bis wir 2022 haben, Ja. aber ich kann es nicht richtig glauben. Ja, wie war denn dein Jahr? Wie hast du denn das Jahr 2021 verbracht? Na, also ich war wie immer sehr beschäftigt, hatte gehofft aber, dass wir endlich von Covid loswerden. Tja, aber wir müssen wohl noch ein bisschen Geduld haben bis dahin. Ja, wegen Corona hatten wir ja alle ein schwieriges Jahr und ich dachte, in diesem Jahr würde es etwas besser werden, aber. Ja, aber nicht traurig werden. Welches Lied stellen wir denn heute vor? Hast du einen Vorschlag? Ja, ich möchte gerne das Lied Outsider vorspielen. Oh, das ist das neue Werk von der koreanischen Boyband B2B, nicht? Also ein sehr guter Vorschlag. Ja, dann will ich gar nicht länger zögern, sondern gleich eine Stelle aus dem Lied vorspielen. Hier kommt sie. Der Inseng. Hanbon dashi dorabomyeon, wenn ich auf mein Leben noch einmal zurückschaue. Aha, wir haben gerade über die vergangenen Monate in diesem Ja. Jahr gesprochen und B2B singen vom Leben. Dabei sind die Jungs noch gar nicht so alt, oder? Oh nein, nein. Aber trotzdem kann man ja die vergangenen Tage Revue passieren lassen. Ich mache das auch manchmal bei einer Tasse Kaffee am späten Nachmittag oder an einem regnerischen Tag. Sitze ich und denke daran, was mir als Grundschülerin widerfahren ist oder als Studentin und so weiter. Und das macht Spaß, finde Ja, ich. stimmt. Ich könnte auch stundenlang mit dir über die zurückliegenden Tage und Jahre reden, aber nun kommt hier das Lied Zeile für Zeile mit der deutschen Übersetzung erstmal. Qiepun Dark Circle, Daily Trouble. Jigit-jigitan, Day by Day. Dunkle Augenringe, Daily Trouble. Ich habe die Nase voll, Day by Day. Zajeojin gakbon, gatteun haru, eokjiro beotineun game. Der Tag scheint wie ein Drehbuch geplant zu sein. Ich versuche durchzuhalten. Game. I know, 머리로는 알겠는데, 숨이 턱 막히는 wipe. I know, im Kopf weiß ich es, aber trotzdem kann ich nicht richtig atmen. Vibe. Der Inseng, 한번 다시 돌아보면, 인간일 수 없어. Wenn ich auf mein Leben noch einmal zurückschaue, ich kann kein Mensch gewesen sein. 어쩌면 로봇? 아니면 maybe I am? Vielleicht ein Roboter oder maybe I'm? I'm Truman in real life. 아침마다 하는 말. I'm Truman in real life. Ich sage das jeden Morgen. Ja, B2B sind derzeit beliebt mit dem Lied Outsider eben. Also kommen wir dann gleich auf die wichtigen Ausdrücke zu sprechen. Inseng. Das ist das koreanische Nomen für Leben. Genau. Es gibt ja den Film Das Leben ist schön. Es ist ein schöner Film. Im Koreanischen heißt der Insengen Arumdaewo. Arumdapda ist das Adjektiv schön. Also Insengen Arumdaewo. Das Leben ist schön. Ja, so ist es. Besonders wenn man zurückschaut. Also manchmal scheint es, dass das Leben gar nicht so schön sei. Aber wenn die Probleme alle vorbei sind, gelöst oder ungelöst, denkt man doch im Nachhinein, dass das Leben schön ist, oder? Ja, genau. Und zurückschauen kam ja im Lied ebenfalls vor. Tora Boda hat die Bedeutung umdrehen. Tashi ist ein Adverb mit der Bedeutung noch einmal umdrehen. Tashi Tora Boda. Es gibt ein Verb, das zurückschauen bedeutet, und zwar Tedora Boda, zurückschauen. Genau. Und Hambon sollten wir auch erklären. Einmal. Pon steht für Mal. Und wenn man vor Pon Zahlwörter hinzufügt, kann man sagen, wie viele Male es sein sollen. Also Hanbon, einmal. Tubon, zweimal. Sebon, dreimal und so weiter. Genau. Und Tashi Hambon. Noch einmal. Wieder einmal. Tashi Hambon. Oder Hambon Tashi. Einmal wieder.
인생 한번 다시 돌아보면, wenn ich auf mein Leben noch einmal zurückschaue. Ja, ich möchte nach vielen, vielen Jahren auf mein Leben zurückschauen und mit Überzeugung sagen können, 인생 아름다워. Das Leben ist schön. Ja, diesen Wunsch habe ich auch. Ja, dann möchte ich noch die Stelle aus dem Lied vorspielen. Hier kommt sie. Ne Inseng, Tashi, Hanbon, Hanbon, Tashi, Dorabomyeon. Wenn ich auf mein Leben noch einmal zurückschaue. Genau, das war's dann wieder für diese Woche. Schreiben Sie uns an german@kbs.co.kr. Oder hinterlassen Sie Kommentare zum Video. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und Wunschlieder. Ja, gut. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.